Meine Faszination für Nelly Sachs, vor allem ihre Dichtung unmittelbar nach dem Krieg, entstammt der Spannung zwischen ihrer noch aus der Vorkriegszeit stammenden Poetik, mit der sie dichterisch das soeben Geschehene zum Ausdruck zu bringen versucht. Denn die Widersprüche, die daraus entspringen, sind ein außerordentliches Beispiel für den Bruch, den die Shoah in der deutschen Lyriktradition verursacht oder eher verlangt hat, aber auch der Schwierigkeit, diese mit den existierenden dichterischen Mitteln und Auffassungen zu bewerkstelligen. Diese Poetik fasst Nelly Sachs Aussage zusammen: Dass ich dies alles schrieb, ist vollkommen nebensächlich. Die Stimme des jüdischen Volkes spricht und weiter nichts. Mit dieser Vorstellung des Dichters, der sich und sein Bewusstsein bis an den Rand des Verschwindens zurücknimmt, um im Auftrag einer höheren Instanz durch seine Schrift hindurch eine Volksgemeinschaft eine Stimme zu verleihen, wollte Sachs ihrer Dichtung ein größeres Gewicht geben und gleichzeitig ihre Solidarität mit den Opfern und ihre Zugehörigkeit zum Judentum bekunden. Doch das ist nicht unproblematisch. Sie spielte denn damit durch dieses Echo deutsch-romantischer Vorstellungen des Dichters als Sprachrohr, wie auch durch eine wiederholt anklingende versöhnliche Haltung, eine Vereinnahmung durch jene in die Hände, die sich in den Nachkriegsjahren nach Gewissensreinigung sehnten. Man bedurfte ihrer als Stellvertreter und Sprachrohr zugleich, als Dichterin des jüdischen Volksgeists, der die Überlebenden und die Toten unisono die Vergebung des Verbrechens aussprechen ließ. Dieser Widerspruch wird im letzten Gedicht der Chöre nach der Mitternacht, Stimme des Heiligen Landes, deutlich. Der Titel des Schlussgedichts gibt dem ganzen Zyklus den Anschein, als münde er geradewegs in jene verlebendigende, gemeinschaftsstiftende, aber auch versöhnliche Volksstimme ein, die die Auferstehung Israels vollzieht und Sachs in den Augen ihrer frühen Leser zum Sprachrohr des jüdischen Volksgeists machen konnte. Besonders deutlich wird dies in der Hoffnung, durch ihre Dichtung die Toten in gewissem Sinne wieder auferstehen zu lassen. Stimme des Heiligen Landes. O meine Kinder, der Tod ist durch eure Herzen gefahren wie durch einen Weinberg, malte Israel rot an alle Wände der Erde. Wo soll die kleine Heiligkeit hin, die noch in meinem Sande wohnt? Durch die Röhren der Abgeschiedenheit sprechen die Stimmen der Toten. Leget auf den Acker die Waffen der Rache, damit sie leise werden, denn auch Eisen und Korn sind Geschwister im Schoße der Erde. Wo soll denn die kleine Heiligkeit hin, die noch in meinem Sande wohnt? Das Kind im Schlafe gemordet steht auf, biegt den Baum der Jahrtausende hinab und heftet den weißen atmenden Stern, der einmal Israel hieß, an seine Krone. Schnelle zurück, spricht es, dorthin, wo Tränen Ewigkeit bedeuten. Wie der gesamte Zyklus beginnt das Gedicht mit einer Erinnerung an die blutige Vernichtung Israels. Der von der wiederholten Frage des Heiligen Landes umrahmte Mittelteil enthält eine Absage an Rache und Zorn, die jedoch gleich darauf in Frage gestellt wird. Mit der Stimme des Heiligen Landes mündet der Zyklus nicht in restaurierende Vergegenwärtigung, sondern schließt Stern und Träne, fernen Lichtblick und Eingedenken der Trauer zusammen. Die Aufforderung der Toten nicht zu rächen, sondern zu verzeihen, bildet die Mitte des Gedichts. Die christliche Geste der Versöhnlichkeit wurde Sachs zu Recht auch von Celan vorgeworfen. Doch ist hier das letzte Wort noch nicht gesagt. Auf die Versöhnungsbotschaft der Toten in der Mitte des letzten Gedichts folgt die offensichtlich unbefriedigte Reaktion des Heiligen Landes, das die Frage der Bestimmung seiner Heiligkeit mit einem insistierenden "Wohin denn?" wiederholt. Offenbar weist das Heilige Land die befriedende Botschaft der Toten zurück. Die letzte Strophe suggeriert eine Alternative zur versöhnlichen Stimme der Toten. Ruft der Gedichtanfang mit dem Tod, der wie durch einen Weinberg fuhr und Israel als blutige Spurenschrift auf den Wänden der Erde hinterlässt, die Eucharistie des zu Blut werdenden Weins,
und somit eine Analogie zwischen Judenmord und Martyrium Christi auf, so weist das Gedichtende jegliche vergegenwärtigende Inkarnation und die Vorstellung einer Restitutio in Integrum zurück. Dementsprechend endet das Gedicht mit einer Durchkreuzung der verkündenden Stimme, die der Gedichttitel und die im Gedicht sprechenden Toten anklingen lässt. So endet das Gedicht mit einem verschlüsselten Bild. In der letzten Strophe beschreibt eine schwer zu verortende Erzählinstanz eine allegorische Szene, in der das im Schlaf gemordete Kind, also die getötete Unschuld selbst, den Baum der Jahrtausende, die Menschheitsgeschichte selbst adressiert. So ist es, dass das Kind den Stern, der bei ihm war, den Judenstern, an die heruntergebogene Baumkrone heftet und ihn mit den Worten »Schnelle zurück« an den Himmel versetzt. Negiert hier das Kind die Seinsberechtigung des Sterns am Himmel und holt sich seine Leuchtkraft in seinem ewigen Eingedenken der Trauer zu sich? In einer plausibleren Lektüre dieser Verse setzt das Kind den durch seine Auferstehung erhalten gebliebenen Stern, der einmal Israel hieß, an den Himmel. Der Stern wäre dann die Leuchtkraft, die nach der Verdichtung Israels übrig geblieben ist. Das auferstandene Kind wird in dieser Deutung die allegorische Figur der aus dem Gedichtzyklus selbst geborenen Hoffnung. Entstanden ist sie aus der dichterischen Umgestaltung der Tränen der Verzweiflung in einen wegweisenden, ebenso trauertragenden wie zukunftsträchtigen Stern, einen ewigen Stern, den das Kind als künstliches Licht dem Himmel hinzufügt, als Licht der Dichtung.